So, Stoppuhr ist gestellt auf dem Handy, damit ich wieder Bescheid weiß, was die Uhr denn geschlagen hat oder beziehungsweise wie weit wir denn in der Aufnahme vorangeschritten sind. Hallo und herzlich willkommen zu Super Mario Maker Rules, dem Special auf meinem Kanal zum Super Mario Maker. Und ja, in der letzten Aufnahme habe ich es verkackt. Da habe ich die 100 Mario Herausforderung auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig nicht abschließen können. Und ja, diesmal, da denke mal, da wird das besser funktionieren, weil, ja, wird mir hier ein Level zu schwer, so hatte ich es mir ja vorgenommen dann. Überspringe ich das schnell mal. Das hatte ich ja in einer vorangegangenen Aufnahme eher weniger getan. Da habe ich auch mal 20, 30 Leben in solch Level liegen lassen. Und diesmal aber sofort überspringen. Und ich denke mal, da kann ich es dann schaffen, bis hinten zum Castle wenigstens zu kommen. Und dieses dann eventuell auch abzuschließen. Gut, neues Spiel. Bin ich jetzt auch schwierig? Doch, ich denke schon, ne? Prinzessin Peach wurde wieder mal entführt. Ja, das ist ja prima, wunderbar. Echt, wie groß diese Gumbas auch sind, ne? Auf dem Dach, ihr fragtet da, wo sie nach Hilfe schreit daneben. Kriegt sie auch noch was übergelötet vom Bowser. Mario has a Jumpy Adventure. Das ist das erste Level von jemandem, der womöglich Sterne sehr liebt aus den USA. Oh, Ossa, was ist denn hier los? Ach du Scheiße, ach so, du musst einfach bloß rüberrennen, glaube ich, ne? Eieieiei, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, hätte ich die gesehen. Ach nee, geht auch nicht, okay. Okay, einfach gegen gelatscht. Also den ersten, die musste wahrscheinlich noch springen. Ja, hätte ich die da oben gesehen, diese Stampfer, dann wäre das anders. Dann wäre das anders gelaufen, glaube ich. Boah, die Wiggler. Was ist denn hier los? Und warum wurde ich da erwischt? Ich war da drauf auf die Augen. Da bin ich doch gelandet. Das geht schon gut los. Ich hoffe mal, es gibt nicht noch eine zweite Ebene, weil dann bin ich ja ratzifatzi raus aus dem Level. Ah. Wer baut sowas, ey? Mal ganz ehrlich. Das ist doch nicht wahr. Ich hab mir auch nicht gemerkt, wann diese... wieder genau dasselbe. Wann diese Stampfer... Ich komme jetzt nicht auf den Namen von diese Klötze, die von oben herunterfallen. Wann diese eben aufhören. Aber die gehen durchweg. Die verfolgen dich durchweg bis nach hinten zu den... Ja, zu den Kröten, zu den Koopas dann, ne? Aber hier kann ich dann noch stehen. Nee, da kommt oben. Da geht's oben direkt mal weiter. Da musste echt ja springen halt. Schütteln, die Fernbedienung schütteln. Siehst du, ich habe ja die Wiimote wieder in der Hand. Und dann mache ich doch da einfach das Schütteln im rechten Augenblick, glaube. Ah, wieder nicht mitbekommen. Wieder nicht mitbekommen. Da sind mir hier schon wieder zu viele Leben, die ich hier drinnen lasse. Und am liebsten würde ich mich jetzt hier drinnen echt festbeißen, muss ich sagen, aber wir werden mal überspringen, wir werden mal überspringen. Ich weiß nicht, wie genau ich das auf dem schnellsten Wege machen kann, wie genau sich das auf dem... Ah, okay, Minus drücken. Wollte doch meinen, hier gibt's doch solch Shortcut. Das wusste ich nicht mehr. Aber einfach bloß Minus gedrückt halten daneben, dann wird dir ein neues Level rausgesucht aus dem Pool und ein Japaner oder eine Japanerin ist's. Hab mir vom Banzai-Chuck auch sagen lassen, das sind so ziemlich die schwierigsten Level dann oder gerne mal die schwierigsten Level. Eine 20 sehe ich da noch raus aus dem Namen, aber das wart auch schon. Uiuiui, okay, einfach nur mit Anlauf durch. Ah, du musst hier wahrscheinlich diesen Dreifachsprung auch machen, um dort hochzukommen. Und da, ja, auch da scheitert es da bei mir schon. Ah, nein. Auch lange nicht gehabt. Solche Sequenz. Super Mario Maker. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gibt immer wieder was Neues. An solch Sequenz dann. Dann komm, einmal probier ich hier noch. Nee, ich war zu langsam. Ich habe da in der Luft auch gebremst, warum auch immer, ey. Ich habe genau dann gedrückt, als ich aufgekommen bin. Also, das Timing hier, das ist
mehr als fragwürdig. So würde ich es bezeichnen. Ja, kann auch sein, dass ich einfach nur zu spät bin. Irgendwie ein Bruchteil von einer Sekunde oder so. Das kann natürlich auch möglich sein, aber es fühlt sich komisch an, so muss ich das sagen. Ja, du musst da echt diesen Sprung hinlegen. Oder haust dir den Powerblock unter die Füße. Aber so sehr bin ich darin gar nicht geübt. Und ich weiß gar nicht, ob du das so aus dem Stehgreif machen kannst. Deswegen noch ein Wechsel. Ja, das geht ja prima los hier drin, ey. Ich habe zuvor schon ein bisschen geübt, mich ein bisschen was eingezockt hier, bevor ich in die Aufnahme hineingestiefelt bin. Aber echt, das geht echt prima los. Und wieder einmal ein Japaner vor uns. Okay, hier geht's gleich zur Sache. Was? Ach nee, das ist bloß so ein solch Schiff, ne? Wollte gerade sagen, solch Autoscroller, der nach oben geht, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich kann ja hier noch stehen. Ich glaube, hier unten, du siehst die Bomben dann auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Wie soll ich denn da durchkommen? Da oben, da ist eine Tür? Ah, die kommen dann... Wie? Hä? Ach so, weil ich denen den Rücken zugekehrt habe, oder wie? Dann kommen sie angeschissen? Natürlich doch, ne? Ja, du kriegst da gleich einen auf die Mütze von ihm. Boah, die ganze Reihe, die verfolgt dir dann. Ist das... Nee. Ich werd hier raus. Ich glaube, hier vergeigig mir noch viel mehr Leben. Ey, schon 3 Level übersprungen, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht wahr. Weil das so riesig doll schwankt. Oh, ein Schweizer, der Sepp. Lava Airship. Weil das echt so riesig doll schwankt. Vom Schwierigkeitsgrad. Also selbst auch schwierig. Der Banzai-Chuck, der meinte, sehr schwierig. Ja, warum? Warum kommt ihr zu früh? Ich hatte mir so drauf gefreut, endlich mal einen Helm zu tragen und den ganz einfach ausweichen, aus kontern zu können. Diesen Stampfblöcken. Aber nix da. Ja, das sieht doch hier schon mal ein bisschen was besser aus. Ein bisschen was ruhiger auch. Nicht so hastig. Boah, scheiße. Ich erzählen, irgendwie was mit einem Banzai-Chuck war doch. Yoshi ist da drin. Ach so, ich muss hier durch wahrscheinlich. Und dann schnell hier rein, bestimmt? Nee. Okay. Dachte, hätte sein können. Aber ist nicht, ne? Nee, ist tatsächlich nicht. Weil er meinte, ja, der schwierigste Schwierigkeitsgrad, sehr schwierig, kommt dann, glaube ich, noch. Der wurde eben eingeführt für die Level, so meint er, so vermutet er. Ich weiß nicht, ob er weiß, vielleicht weiß er das auch. Anstatt vermuten zu tun. wollte da oben eigentlich rein. Dass auf sehr schwierig dann eben nur Level vorkommen, die, ja, was weiß ich, noch nicht mal 1% oder so haben. Na, obwohl, so hat er gar nicht gesagt. Er meinte, er ist schon so. So kann er sich zumindest vorstellen, dass die da nach Abschlussrate dann eben gehen und alles, was unter 1% liegt oder noch geringer, dann eben als sehr schwierig dann eingestuft wird. Oh Mann, ey. So meinte er. Und dass da zuvor noch mehr geschwankt haben soll. Deswegen kam ich da gerade rauf. Vom Schwierigkeitsgrad her, weil es zuvor nur schwierig gab, anstatt sehr schwierig dann eben. So meinte er dann. Aber nach wie vor schwankt das hier sehr doll. Der Meinung bin ich. Find ich. Zumindest. Es ist auch eigentlich ein komisches System, das muss man ja dazu sagen, weil, ja, wie viele Level habe ich hier drin schon erlebt, die einfach bloß am Anfang sehr doll rumgemalt, da wo die Erbauer der Level am Anfang ziemlich doll rumgemalt haben. Nein, da war eine Feder drin. Ich Hirn. Und, komme ich da hoch? Das würde ich ja direkt mal probieren. Mit einem Shelljump, aber ich glaube, dazu brauche ich... Muss ich den Peacepatch hier loswerden, ne? Oh, ich bin jetzt mein Helm erstmal losgeworden, Junge. Nee, dann lass abhauen hier. Das wird mir sonst
zu risky. Viele Level erlebt, ja, da wo am Anfang eben rumgemalt wurde. Wo sich richtig doll brutalst ausgetobt wurde, mit allem, was es gibt. Den Einstieg so grob es geht, da irgendwie, den Einstieg so grob es geht, dann eben zu vermiesen, zu erschweren innerhalb solcher Level oder in ein solches Level hinein. Und, und dann aber nach hinten raus nichts mehr kommt so wirklich. Und weil dort eben Leute dann ziemlich schnell rausgehen, wird das halt eben... Oh, was ist denn hier los? Ach so. alles klar. Dann wird das eben schnell mal geskippt, weil sie da nicht drin vorankommen. Und wenn sie geskippt werden, dann wird eben auch die Abschlussrate dann eben immer niedriger. Dadurch, natürlich doch. So, Bömmchen, schubst dich mal hin da. Mit den Bongos, das habe ich auch noch nicht gehört, diese Team. Mit den Yoshi-Bongos. So, da sollte ich schon durchkommen. Naja, gut, ich schub's mal da noch eine runter. Yoshi! Ach nee, ich darf ja dann nicht mehr ran dort. Boah, was ist hier wieder los, ey? Komm her, Yoshi. Oh, ich hab's geschafft, nochmal abzuspringen in der Luft. Weg damit. Ich will da bloß auf den Yoshi rauf und weg da. Da wusste ich eben echt nicht, was ich tun sollte. Ziemlich große Panik. Ah, nee. Oh, wenn ich vorne stehen bleibe? Oder hätte ich's mal getan? Dann fallen die sogar leere, diese Blöcke. Es ist so schönes Wetter draußen und ich merke es gerade wieder, heute Vormittag schon gemerkt gehabt, dass ich so leicht heiser werde gerade. Das ist komisch, das ist merkwürdig. Ach nee, hier hinten war dann die Feder, die ich vorhin dann eben zerstört hatte. Da war die Feder drin. Man muss mir hier auch wieder an der Nase rumjuckeln. Schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht wahr. So, zu irgendwas muss der ja nütze sein. Den werde ich mal mitnehmen. Vielleicht gar hinten dann. Oh. Hinten dann. Na, hier unten, hier geht's doch bestimmt in die Röhre auch noch hinein. Das werde ich mal gleich mal probieren. Nee, doch nicht. Okay. Alles klar. Das kann nicht sein, ey. So Aasgeiermäßig da auch gebastelt. Extra mit einem Weg über die Lava noch und eine Röhre rangepackt. Das ist nicht wahr, ey. Da würde ich einen Drehsprung hinbekommen können. Punktgenau. Mit der V-Mode. Da wäre ich auch oben mal rüber gesprungen. Ich bin immer noch am Überlegen, mir doch so einen solch überteuerten Pro-Controller für die Wii U zuzulegen. Aber wenn demnächst eh der Maker 2 rauskommt und ich dann eh auf die Switch umsatteln werde. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt auf den Kanal bringen sollte oder möchte vielmehr. Weil dazu ist mir auf dem Kanal vielmehr noch viel zu viel offen an Projekten. Das würde ja dann auch wieder bedeuten, das kommt ja auf blauen Dunst dann eben, wird es mal eben zwischengeschoben zwischen alles andere, was schon irgendwie megamäßig doll lange geplant ist. Und da weiß ich noch gar nicht, ob ich den dann auf dem Kanal zeitnah bringe. Aber irgendwann mit Sicherheit. Ah, den B-Switch, den hätte ich mir noch mitnehmen können. Warte mal. Das schon. Aber auch für die Switch dann einen besseren Controller erst kaufen. Ich denke mal, das wäre der vernünftigere Weg. Weil mit Erscheinen von Mario Maker 2, glaube, da werde ich dann die Wii U auch wieder zurückstellen. Ins Regal, in den Schrank hinein. Oh, er ist aber hier hinten auch großzügig. Ja, das gefällt mir sehr. So, entweder da oder hier runter? Was ist denn hier los? Boah, ich dachte schon, ich hätte mich hier jetzt gelockt, womöglich. So, komm ich da rauf? Ich brauch dich. Warte mal, krieg dich davon Dülz gehauen? Nee.
Yes! Was, er braucht Dreie? Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, er ist da mit einem schon bedient. Oh, jetzt fuckt er so. Jetzt fuckt er viel mehr, Junge. Der Tobi, ey. Jetzt spuckt er, wollte meinen, sogar schon Feuerbälle. So, damit lässt sich doch hier. Ach nee. Ich weiß nicht, was euch Clownskutsche dazu bewegt, von selbst Feuer zu speien. Muss man dem Editor dann schon eine Feuerblume geben? So, ich muss hier also raus und da unten durch. Sieht mir zumindest danach aus, die darf ich leider nicht behalten. Aber müsste hier doch, wollte doch gerade meinen, müsste hier doch ziemlich bald Ziel sein. Ich hoffe, hier hinter ist nichts versteckt. Weil das hatte ich neulich auch zum ersten Mal gesehen. Hatten wir ja eine Aufnahme in der Folge zuvor, dass selbst hinter solch, ja, an solch Zieltoren hinter den vordersten der beiden Planken, die aus dem Boden rauskommen, dann eben dahinter eben auch mal gern irgendwelche Spikes oder sowas platziert werden, die du eigentlich gar nicht siehst. Wo sich das Tor dann eben von hinten gar nicht mehr passieren viel mehr lässt. Wodurch sich das dann eben nicht mehr passieren lässt. Gut. Santino, Cooper Paradise hat sie gebastelt. Hoffentlich auch nicht so schwer. Das war ideal gut gewesen zuvor noch. Boah, nein, dieses Sprungbrett da hinten, das habe ich gar nicht gesehen, ey. Dachte, vielmehr, da würde noch ein bisschen was von solch Busch oder sowas stehen, ne? Kann ja hier hinten auch mal gucken. Ach nee, in dem Teil, da ging das auch noch nicht, dass du diese Panzer dann eben nach oben wegschleudern kannst. Überall Cooper. Ist ja Cooper Paradise, stimmt. Alles klar. Was? Ach ja, oh nein, ich weiß. Damit habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Und ich habe den auch nicht shaken sehen, diesen Panzer. Dass hier eben diese Koopas nicht rausgedrückt werden, wenn du dort... Oh, ey, du musst damit klarkommen, mit diesen scheiß Trampolinen, ey. Ah, nee. Dass die dann eben nicht, ja, den Panzer verlassen und somit du den Panzer da sicher irgendwie in der Hand behalten kannst, sondern dass da vielmehr der Cooper dann wieder rauskraucht, während du ihn dann eben halt in der Hand hältst. Ah, nee. Nein, ich wollte doch abspringen. Ah. geht aber. Solange hier keine zweite Ebene kommt, die nochmal ein bisschen madrabiater wird, geht's vom Schwierigkeitsgrad her, finde ich. Momentan noch. Die können sich aussuchen, wo lang sie rauskommen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, die latschen immer nach links rüber. Diese Grünen. Ah, nee. Das ist schon wieder viel zu gut hier drin. Das ist echt schon wieder viel zu gut hier drin. Warte mal, ich werde mir mal das Mikro hier ein bisschen was besser hinkneten. Der Popschutz, der hing da gerade wieder mitten im Bild hinein. Na gut, zumindest zum Drittel oder so. Auf dem einen Auge zumindest, auf dem anderen hatte ich dann eben 100% vom Fernseher im Blick. Ah, nee. Das ist doch nicht wahr. Ich brauche mehr Konzentration hier drin und mehr Übung vielleicht auch. Ja, dann vielleicht auch.